Hallo und willkommen zurück zum vierten Part von Mirror's Edge Catalyst. Ja, ich bin Andamus Auroros und im letzten Part sind wir in eine Firma namens Elysium eingebrochen und haben da etwas herausgefunden. Jo, aber was es ist, das werden wir doch jetzt im weiteren Verlauf der nächsten Parts herausfinden. Zuerst müssen wir jetzt erstmal mit unserem Kumpel reden und müssen erstmal von dem was abholen. Und der hat auch eine Bitte an uns, uns einen Gefallen zu tun. Genau, also, dass wir ihm einen Gefallen tun. So rum. Okay, wir legen los. Und ja, also, los geht's. Laufen wir mal los. Lalalala. So. Okay. So, also laufen wir mal hier schön durch die schöne Transitstation durch. Und da ist ein Dokument, das nehmen wir doch auch mal gleich mit, weil. Dann ja, liegt es da nicht mehr blöd rum und dann gucken wir mal, was es für ein Dokument ist. Okay. Also, Infos. Okay. So, das sind unsere Dokumente, die wir hier haben, hier von Nomad, Gabriel Krüger und Faith Connors. Das ist, sind Dokumente, die uns ein bisschen den Hintergrund des Spiels erzählen und der einzelnen Charaktere. Das ist ganz nett gemacht, finde ich. Aber das braucht man jetzt nicht zwingend, um die Story dieses Spiels zu verstehen. Okay. Den Steuerchip, den stehlen wir auch noch, weil. Ja, warum nicht? Stört. So. Laufen wir weiter. Lalalala. Danke, Norman. Ich bin unterwegs. Ich wusste, das So. Gefällt dir. Und ja. Wir benötigen ja jetzt immer noch Noah hat dafür gesorgt, dass sie verbale unauffällig da verhält und sich langsam einen Ruf ein aufbaut. bisschen Hilfe Ich zu schätze mal, der damit Sache, ist die es wir jetzt im vorbei, letzten Part gefunden haben in der Firma. was? Aber gut, da werden wir in diesem Part sehen, wer uns dabei hilft und dann werden wir dahinter kommen. Gut. Laufen wir jetzt hier rum. Also hier auf jeden Fall sehr schön gemacht. Das ist so eine Art Hauptstraße, die wir jetzt hier haben, die hier durch Glass führt. Also alles klar, ich bin in Position. Ich warte hier auf dich. Das ist die Triumvirate Drive. Das ist hier Faith, von Downtown. Oh, hey Und Noah. ja. Faith hilft mir hier gerade bei etwas. Schon wieder? Das ist es diesmal. Tut mir leid. Je weniger du weißt, desto besser. Aber es ist für eine gute Sache, versprochen. Ja, es ist wirklich für eine gute Sache. So. Verdammt, macht denn hier jeder, was er will? Ja. Faith, komm bei Anscheinend, mir ne? Wenn du fertig bist. Und zwar, ja, natürlich unterhalten wir uns. Es geht nämlich um das, was ich jetzt schon angekündigt habe. Jawohl. Okay, aber jetzt laufen wir schon mal hier gemütlich, seelenruhig weiter hier. Das ist was für Noobs, wenn wir hier hochklettern. So. Sondern wir springen da gleich hoch. So. Hier gibt es eine verborgene Tasche irgendwo. Ja, ich habe sie gesehen. Ich will diese Tasche da haben. Lass ich nicht locker, lass ich nicht locker, diese Tasche, die will ich haben. Oh. Ja, das ist schwer, denn wir benötigen noch ein weiteres Gadget, um diese Tasche hier zu erhalten, nämlich die 90-Grad-Drehung. Aber okay. Ja, jetzt reden wir erstmal mit Nomad. So. Also. Nomad hat uns diese Also, was Gitschwer ist hier los? geschickt, genau das Hab gehört, du bist wollen wir Gabriel erklären. Krüger begegnet. Sowas in der Art. Dass wir eben okay, da durchkommen. Dazu. Krüger Sack hat angekündigt, härter gegen die Runner vorzugehen. Arschlöcher. Und sie stellen überall in der Stadt diese ja. riesigen Antennen auf. Man sollte ihnen einen Denkzettel verpassen. Jawohl, hast du recht, Ganz Faith. Meine Meinung. Ich denke, Krüger Sack wäre nicht erfreut, wenn jemand diese Antennen zerstört. Und mit jemand meinst du wohl mich? Hey, ich würde Oh selbst Mann, Leute, ihr seid doch echt doof, kämpfen? oder, Krüger Sack, Na hä? Schön. Aber halt Noah aus der Sache raus, ja? Schon klar. Ich halte von hier aus Ausschau. Okay. Ja, machen wir doch mal. Ja, komm jetzt. Dass du mir nicht hilfst, ist echt fies. Ich bin überlegen, ob ich meine Freundschaft mit dir abbreche. Das gibt's ja gar nicht, du. Okay, beseitige die Gasic-Präsenz. Tot. So, hier, der hat gelitten. Na, schönen guten Tag alle miteinander hier. Jawohl, hier, Freunde, ihr seid so doof, ganz ehrlich. So.
Runner-Kit verfügbar. Na, das ist ja schön. Also wenn ich das hier jetzt einfach ausreiße... Perfekt. Es hat funktioniert. Das Ding haltet sich ab. Gut, der Punkt geht an die Kruse. Okay. Uiuiui, scheiße, wir müssen weg, wir müssen weg, wir müssen abhauen. Kruger ist uns hinterher. Aber dann als nächstes müssen wir mal schauen, was es mit diesem kleinen Gerät auf sich hat, was wir da in Elysium Labs gefunden haben. Okay, aber davor müssen wir jetzt erstmal hier... Krugersack, oh, ein V-Toll, das ist natürlich gar nicht gut. Wir müssen abhauen, scheiße, ich muss abhauen, Mist. Es geht zum Glück. Also, und zwar, wir haben im letzten Part, das sage ich jetzt, glaube ich, zum tausendsten Mal schon. Im letzten Part haben wir ja dieses, oder in Elysium Labs, das ist ja die Firma, wo eingebaut ist, das Gerät ist gefunden da, dieses kleine. Und jetzt müssen wir natürlich rausfinden, was damit auf sich hat, aber jetzt hier, Mann. So, wir sind gleich durch, wir sind gleich entkommen und wir schaffen es, yes! So. Okay, ein Upgrade-Punkt, den haben wir jetzt gefunden. Und da nehmen wir jetzt erstmal hier die schnelle Drehung, also die 180-Grad-Drehung. Leertaste Wallrun ist plus Q, ist eine 90-Grad-Drehung. Und vertikale Wallrun plus Q ist 180-Grad-Drehung. Genau, wollte ich nicht zu viel erklären, es steht ja schon da. So. Okay, wir sind Krugersack zum Glück entkommen. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, was es mit dem Teil auf sich hat, was wir da in dieser schönen Firma gefunden haben. Mein Gott, schon wieder mit Krugersack angelegt. Mein Gott, oder? Das ist das zweite Mal diesen Morgen schon. Puh. Irgendwann schnappen die mich nochmal. Machen wir erstmal diese Runner-Kits hier auf. Das sind so, kurze Erklärung, die Runner-Kits sind solche, so eine Art Loot-Boxen, die wir hier haben. Da können wir uns bestimmte Dinge für unser Runner-Profil freischalten. Das ist jetzt dieses Teil hier, wenn wir, genau, das sind jetzt übrigens benutzerdefinierte Inhalte, genau. Das ist dieses Teil hier, das Echo. Und das können wir dann anpassen auf der, mit der Mirror's Edge Companion App. Die gibt es für iOS und Android. Und ja, dann wird unser Runner-Profil sichtbar, wenn wir hier eine Time Trial erstellen. Oder irgendwie, ja, andere soziale Dinge tun hier im Spiel. Okay. Okay, also reden wir mit Noah. Ah, bist du ja. Was gibt's denn? Es hat sich rumgesprochen, dass du wieder zurück bist. Aber ich will über das hier reden. Wenn du damit deine Schulden bei Dogen bezahlen kannst, müssen wir rausfinden, was es ist. Ich habe einen Kontakt in Anchor, der sich mit Gridware auskennt. Ihr Name ist Plastic. Bring ihr das Laufwerk. Plastic? Ja. Plastik kann ein bisschen fake sein. Geh zu ihr, mal sehen, was dabei rauskommt. Okay, gehen wir zu Plastic, mal gucken, was die dazu sagt. Ich hoffe doch, dass sie uns helfen kann. Und wenn sie uns nicht helfen kann, ja, dann ist es auch blöd. Weil dann, ja, sind wir mit diesem schönen Teil aufgeschmissen. Aber ich hoffe doch, dass sie uns hilft. Aber vorher hat Icarus uns noch was zu übergeben, der wichtig tue. Jetzt werden wir gleich einen weiteren großen Stadtteil von Glass City das erste Mal zu Gesicht bekommen, aber jetzt reden wir erstmal mit Icarus. Endlich. Noah meinte, du hast was für mich? Ja, das hier. Leg es an. Achte darauf, dass du es nur an stabilen Stellen befestigst. Dann springst du und schwenkst. Ja, sagst du, dass es einfach ist? Ich hoffe, dass es einfach ist. So. Oh ja, das ist einfach. Das können wir machen. Dankeschön, Icarus. Okay. Ciao, wichtig Tour. Und dann gehen wir weiter. Ah, das ist hier sehr schön gemacht auf jeden Fall. Kann man gar nicht sagen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass die Grafik von diesem Spiel nach 3 Jahren immer noch sehr schön ausschaut. Das ist natürlich jetzt keine Grafik, die Rekorde bricht. Aber das Spiel sieht auf jeden Fall immer noch sehr schön aus.
Stadt ist auf jeden Fall sehr schön gemacht, da kann man gar nichts anderes sagen. Und jetzt klettern wir hier die Leiter hoch. Kletter, 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 la 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 la. Und Plastic. Hat uns natürlich was zu sagen. Plastic ist so ein, und jetzt spoilere ich das hier schon mal ein bisschen. Plastic ist so ein, ja, hochbegabtes Nerdmädchen, was ein bisschen komisch ist, aber trotzdem cool ist. Es gefällt mir immer, wenn in Spielen solche Charaktere eingebaut werden, weil ja, es einfach richtig schön rüberkommt, wenn jetzt nicht alle Charaktere so ins Raster passen, sag ich mal so. Plastic ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingscharaktere in diesem Spiel. Okay. Willkommen in Anchor. Und dann laufen wir mal los. Das ist so ein Einkaufszentrum, was ich sagen wollte, wo die Bürger sich vergnügen und einkaufen gehen und... Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr zwei prächtig miteinander auskommen werdet. Ich hoffe doch, dass ich mit der Hochbegabten da prächtig auskomme. Wenn nicht, ist es blöd. So, lalalala, wir gehen weiter. Ja, hier ist eine Runnerin, hast du richtig erkannt. Wenn die Kruger Sekro anrufst, laufe ich einfach davon. Laufe ich einfach davon. Ich habe gerade keine Zeit, ich habe gerade einen wichtigen Termin. So. Ich habe noch einen wichtigen Termin. Ich habe noch Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel so ein komisches Gerät untersuchen, was ich aus dem Besitz von jemandem entwendet habe, beziehungsweise mit Daten aus einer Firma, in die ich eingebrochen bin, und das ist alles streng geheim und da darfst du gar nichts davon erfahren. Gut, okay, Wunderkind, mit Plastic sprechen. Ihren Namen und Ihr Anliegen. Sie haben 5 Sekunden Zeit. Faith, ich will zu Plastic. 4. 3. Zwei, eins. Fast wärst du tot. Sorry. Komm rein. Also, Faith, was willst du hier? Kannst du mir sagen, was das hier ist? Was da drauf ist? Claro. Ausländisch. Ja, ich Nein, habe das es war keine Frage. Eindringling, Alarm! Halt die Klappe, Kuma. Ignorier ihn. Ich mache ihn noch klüger. Ist verschlüsselt. Omnis Dead Militär. Oh, ich wette, sie wollen es zurück. Naja, ich. Also das war auch keine Frage. Bis wann brauchst du die Daten? Also heute wäre ganz gut. Ich brauche einen Monat, nur um die oberste Ebene zu knacken. Und wenn ich helfe? Ja, klingt mich in einen Gridnote ein. Oder warte halt einen Monat. Der Gridnote klingt gut. Was muss ich tun? Alles, was ich brauche, ist ein Zugang zum Allcom Gateway. Den Rest erledige ich dann schon. Geht klar. Die ist gut. Wir müssen jetzt erstmal schön Gridnote hacken und uns wieder in die Gefahr begeben, uns mit Krugersack anzulegen. Mein Gott, ey. Der armen Faith bleibt hier halt nichts erspart, das muss ich jetzt auch mal so sagen. Okay, aber wir werden das natürlich hoffentlich schaffen. Gridnotes sind eine. Also Plastic, wie sieht's aus? Eine. Oder sind riesige Rechenzentren in der Stadt Glass. Das ist die einzige Möglichkeit, die und ja, diese Rechenzentren sind auch so richtige Puzzle-Passagen, wo man echt ein bisschen überlegen muss, wie man denn hochkommt. Naja, wir müssen nämlich hier von unten uns nach oben arbeiten. Aber okay. Möglicherweise oder auf jeden Fall. Das ist keine binäre Frage. Die macht auch wichtig, das ist keine binäre Frage. Okay. Die Antwort lautet auf jeden Fall. Diese Dinger sind ziemlich gut gesichert. So, aber wir kriegen das natürlich hoffentlich hin. Über die Touring Avenue. Ich bin jetzt im Alcon-Gebäude. Gut. Die Datenschleuder
Also okay. Ziemlich weit oben. Also, Plastik, was hast du in letzter Zeit so gemacht? Ja, was ist, interessiert Wieso mich auch mal. Fragst du mich das? Ach, das findet sie komisch. Nur so, Nerdfrau eben. Okay, ja, mach mal weiter. Lalalala. Okay, tut mir leid. In der Nähe ist ein ziemlich hohes WFYO-Bürogebäude. Also, vielleicht kommst jetzt. Du ja auf diesem Weg weiter nach oben und dann wieder zurück zu Allcom. Ich bin bei WFYO. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Dieses Laufwerk ist faszinierend. Es hat eine gewaltige Speicherkapazität. Ich hätte nicht gedacht, dass Omnistat derart fortschrittlich ist. Naja, ich weiß auch nicht, ne? Weil der Typ, der es bei sich hatte, vermutlich ein Omnistat-Spion. So, laufen wir weiter. Auf jeden Fall. Dass es ausländisch ist, konnte sogar ich sehen. Aber Omnistat... Boah, ist das hoch. Oh. Wir haben überlebt. Wir, weiter geht's. Und da hoch. Da hoch. Die Sicherheit in letzter Zeit derart verstärkt hat. Der Grid-Traffic hat sich verzehnfacht. Bestimmt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gabriel Kruger sonderlich glücklich darüber war, inmitten seines kleinen Königreichs plötzlich auf Omnistat-Agenten zu treffen. Ja, doch, der war schon glücklich. Der ist sich ausgetickt. Und wie er gegen die Tür geklopft hat, das muss man sagen. Und wie schön er gegen die Tür geklopft hat. So, schön guten Tag, ihr Kruger-Sack-Idioten hier. Hier kommt euer Tod von oben. Jawohl. Perfekt. Dann legen wir mal los und. Verdammt. Was ist? Ein Bug. Ich muss auch noch einen Prioritätsswitch umlenken. Der nächste befindet sich ein paar Stockwerke unter dir. Scheiße! Das erste Mal gestorben in diesem Let's Play. Oh, das erste Mal gestorben. Sehr gut. Okay, das kann ja mal passieren. Das ist ja auch bloß ein Spiel, nicht wahr? So, doch mal. Da hoch. Da hoch. Ja, verdammt nochmal. Und jetzt bist du tot, weil du das gesagt hast. Verdammt, jetzt bist du tot, ne? Lalalala. Jump. Jumping around. Und... Boom. Hey, ja, hey, hey, hey. Hey, ho, yeah. Tot. Der nächste gleich hier. So. Jetzt ehrlich, ihr Hartz-IV-Idioten hier. Ich hab wirklich keinerlei Niveau. So. Scheiße, es wird so hochkommen. Nein. So. Mann, 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 immer diese Idioten. Die sind, ist echt wahr, ne? So, ich hoffe, dass jetzt hier endlich wir unser Ziel erreicht haben. Und ja, wir haben unser Ziel erreicht. Das sieht gut aus. Oh, ich begehe eine Straftat. Ja, ich habe schon so viele Straftaten begangen. Da macht eine oder wenig auch nicht aus. Ich komme sowieso nie vor Gericht, weil ich mal so schnell bin und so flink, dass ich euch allen entkommen kann. Also daher, ihr und eure Straftat mit Straftaten kam dem hier gerade. Na gut. Kennt er wahrscheinlich nicht anders. Hat er wahrscheinlich in seinem Studium gelernt. Ich hab den Spitz gefunden. Da kann man dem Mann auch nicht böse sein. Er macht halt auch nur seinen Job. Nicht wahr? Ich arbeite dran. Schockprotektor. Och, Jungs, müsst ihr immer so solche dummen Geräte bei haben? Ach, ist egal, ich mache eher platt. Und wie er da gerannt kommt, du. Ja, ich bin die Einzige. Kann... Was? Und machst mich dingfest? Also, weiß ich nicht, ne? So, hier. Ui, jetzt musst du aber aufpassen hier. Langsam habe ich dich. Gleich habe ich dich. Gleich habe ich dich, Junge. Pass auf. Pass auf, was du machst. Ich hab dich gleich. Jawohl. So. So. Ach Mensch, ja, ich komme immer auf dumme Ideen. Ich komme auf so dumme Ideen, zum Beispiel dich jetzt umzunieten hier, dir ein paar aufs Maul zu geben. Wie du es nämlich verdient hast, ja? Komm, die sterben, du hast nichts zu melden, du Idiot. Alles klar, der Raum ist offen
Ihr kleinen Kindergartenkinder, nicht wahr? Ihr seid doch schon groß. Warum müsst ihr mal sowas machen, Mensch? Eure Eltern, die fahren euch bestimmt früh zur Schule, die schnallen euch ab, geben euch ein Küsschen und sagen, habt einen schönen Tag. Und dann wissen sie nicht, was ihr so macht, ne? Dass ihr gar nicht in die Schule geht, sondern Scheiße baut, nicht wahr? Jawohl. Nicht wahr? Die Eltern sagen, die geben ihren Kindern Küsschen, sagen, ja kommt, habt einen schönen Tag. Und dann hauen sie von der Schule ab und gehen hierher und tun hier Runner verprügeln. Auch tun, ne? Ja, geht schön in die Schule, habt einen schönen Tag, nicht wahr? Ihr kleinen Riesenbabys, ganz ehrlich, jawohl. Und drauf hier, so. Ja, geht schön in die Schule, gebt euch Küsschen links und rechts. Dann macht ihr so einen Mist, Mensch. Euer Vertrauen eurer Eltern, das wird euch. Das missbraucht ihr einfach, ihr Kruger-Sack-Idioten. Weiter geht's. Und jetzt gehen wir in einen Gridnode. So, wir haben wieder einen weiteren Upgrade-Punkt. So langsam wird es mal Zeit für die Infos für den Protektor. Das bedeutet, wir haben jetzt höhere. Wir machen jetzt höheren Schaden bei den Protektoren. So. Laufen wir weiter. Ich wollte mich schon seit einer ganzen Weile in einen einklinken. Ich wusste nur nicht, wie ich das anstellen soll, ohne selbst reingehen zu müssen. Es gibt ein paar Runner, die sich mit einem Gridnot verlinkt haben. Angeblich erhalten sie so jede Menge nützliche Informationen. Hast du das schon mal gemacht, Noah? Ja, also die Faith, die muss aufpassen, weil nämlich nicht, dass das böse Kruger-Sack kommt im Gridnote. Nee, war aber, wir müssen aufpassen. Weil nämlich, wenn wir jetzt im Gridnote irgendwie dumme Dinge machen, dann kommt das böse Kruger-Sack und wir müssen wieder abhauen. Und das wollen wir doch diesmal nicht. Naja gut, wir müssen sowieso danach abhauen, nicht wahr? Aber gut, jetzt will ich mal nicht so viel spoilern, weil sonst, ja. Ist das Omnistat? Nee, es kommt von irgendwo innerhalb der Stadt. Naja. Ich sehe, sag ich schon, ne? Wir werden danach sowieso abhauen müssen mal wieder. Da sind wir gar nicht schuld. So. An der Sache, die danach passieren wird. Aber da will ich jetzt mal nicht so viel verraten, denn ich will ja ein bisschen Spannung aufbauen, nicht wahr? So. Denk dran, du musst nach oben zu CCU. Gut, zu CCU. Und halt dich von den Sensoren fern. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen überlegen, wie wir das Ganze machen. Was ja durchaus möglich wäre. Und halt die Klappe, Kuma. Noah, hat sich Icarus in einen Gridnote eingeklinkt? Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, du hast ihm was voraus, wenn du das hier überlebst. Und das solltest du auch besser sonst. Sonst was? Sie ist in einem komplett anderen Gebäude als du. Hochbegabte Nerdfrau hat keine Gefühle. Das muss ich immer wieder unter Beweis stellen und ja, aber okay. Ich finde, das macht der Plastik irgendwie so interessant. Die ganze Sache, das ist also eine Charaktereigenschaft. Und von ihr, dass sie hier so ein bisschen, ich will sie sagen kalt im Herzen, aber sie ist ein bisschen gefühllos ist manchmal. Ich glaube nicht, dass es um dich geht. Aber sei auf alles vorbereitet. Aber mich tun sie dann wieder, mich tun sie nach wieder beschuldigen, ja? Das macht Kruger-Sack immer, weil Kruger-Sack einfach. Ja, ich bin einfach Kruger-Sack-Sündenbock, ganz einfach. Wir Runner, wir sind einfach die Sündenböcke für Kruger-Sack, ja? Wir machen gar nichts. Wir sind solche lieben Leute, wir machen doch nichts. Ja, gut, wir brechen vielleicht mal ein paar Firmen ein und. Aber es ist doch nichts. Wir sind doch solche lieben Postboten auf den Dächern der. Diese Sichtbetonhülle. So. Okay. Wir haben den Gridnote gemeistert, ohne irgendwie zwischenkomme. Deswegen kommt das böse Kruger-Sack uns auch nicht auf die Schliche und dann können wir einfach weitermachen. Das böse Kruger-Sack. Kruger-Sack ist böse, sehr böse. Ich bin bei der CCU. Die Verbindung wird hergestellt. Und das war's. Das war's? Was hast du denn erwartet? Du kannst jetzt von da verschwinden. Es gibt einen Lastenaufzug ganz in deiner Nähe. Kruger-Sack hat meine Anwesenheit nicht bemerkt. Das ist gut. Okay, ich hoffe jetzt, dass wir hier ohne Zwischenfälle rauskommen. Ich bin im Aufzug und auf den Weg. Bauble Mall. Du machst mich stolz, Faith. Schönes Einkaufscenter. Und was ist mit mir? Ich habe schließlich die ganze Arbeit geleistet. Du auch, Plastik. So, lalalala, laufen ein bisschen Ding, jumping around, lalalala. Laufen. Scheiße, was ist jetzt hier los? Das
eine gewaltige Explosion. Das gibt's nicht. Boah! Das gibt's ja nicht, doch. Ich war's nicht. Alles gut. Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ich bin doch nur eine arme Runnerin, die hier ein bisschen. Ja, gar nicht. Boah, du. Die Borbelmall, du. Okay, jetzt brauche ich einen anderen Ort, um hier, um einkaufen zu gehen. Definitiv, jetzt ist ja hier das Einkaufszentrum in die Luft gefallen. Puh, Scheiße. Weg, weg, weg. Ich war's nicht, ich hab nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ich hab nichts gemacht. Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Aua. Lass mich doch einfach mal in Ruhe, ich hab nichts gemacht. Bitte lass mich. Oh Mann. Mein Gott, immer müsst ihr eure Nase überall reinstecken. Es wird echt langsam. Es ist echt nicht mehr nett von euch, du. Es ist echt nicht mehr fair. Es ist echt asozial, ja. Wer euch das Gewehr geschenkt hat, ja. Ey. Ganz ehrlich, der Typ, der war auch verantwortungslos. Ganz ehrlich. Ihr seid siebenjährige Kiddies, oder was? Ja. Und euch hat man irgendwie ein Gewehr zum Geburtstag geschenkt. Maschinengewehr, ja. Und den anderen, dem. Und irgendwelche Laserkanonen. Keine Ahnung, ja. Schockkanonen, ja. Mein Gott, ihr seid irgendwelche Kindergartenkinder, ja, die hier schon solche Sachen zum Spielen bekommen. Mann, Mann, Mann. Die Gesellschaft heutzutage, Mensch, du. Mein Gott, die Jugend heutzutage, die ist ja hier richtig. Mein Gott, Leute, hier. Ja, was bin ich? Eine Zecke bin ich. Oh, Mann. Was denn, was eine Zecke ist? Naja, wahrscheinlich nicht. So, jawohl. Ja, schieß ein bisschen. Schieß weiter, ja, schieß weiter. So, boah, haben die mir jetzt viel getan, du. Es gibt jetzt eine Anzeige wegen Körperverletzung hier. Anzeige ist raus. Anzeige ist raus. Ja, nee, ist das so, ja. Einfach anzeigen und dann hat sich das. Aber gut, das ist ja alles für gute Zwecke, denn, wenn ich herausstellt, sind wir gar nicht mal so. Unschuldig. Nee, sind wir gar nicht mal. Sind wir gar nicht mal auf falschem Wege, denn das sind ja hier die Bösen, ne? So. Ich habe es entschlüsselt. Und was ist drauf? Die kompletten Pläne für Reflection. Reflection? Was ist das? Einfaches Gridlink-Upgrade oder so. Okay. Vielleicht das Projekt, was wir in diesem Spiel aufhalten müssen und. Aber pssst, ich spoilere schon nicht. Ich spoilere schon zu früh. Ach, guten Tag, Noah. Vlasic hat das Laufwerk geknackt. Es enthält sämtliche Pläne für Reflection. Oh. Komm wieder ins Versteck, dann überlegen wir uns, wie es weitergeht. Krugersack geht noch ziemlich aggressiv vor, also halt dich bedeckt. Und danke für die Hilfe, Plastik. Was ist mit dem Laufwerk? Ich will es mir genauer ansehen. Behalte es erstmal. Wir sehen uns, Faith. So, und mit Noah reden wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einfach einen Daumen hoch. Ich wünsche euch noch was. Und dann, ja, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Mirror's Edge Catalyst.